Wahoo von die Firefox hier. Und warum ich gerade irgendwo im Nirgendwo stehe, ganz simpel. Letzte halbe Stunde lief nicht ganz so klasse von den Aufnahmen her. Effektiv gesagt habe ich da nicht wirklich was hingekriegt und ich habe viele neue Aufgaben gesammelt. Der Naturalist, Cupid spielen und Wartungsarbeiten und Beast wurde zum Berserker oder was weiß ich. Und um diese Aufgabe kümmere ich mich gerade. Dort vorne im Raum wird sich gleich etwas zu finden wissen. Ein gewisser FOI, könnte man sagen. Und die Aufgabe ist es, den Grund zu finden, warum er denn so sauer ist, während wir einen Kampf vermeiden. Und das Ganze will nicht so ganz funktionieren. Was ich damit sagen möchte, ich komme hier einfach nicht dran vorbei. Und ich könnte zwar den Weg außen rum nehmen, da unten gibt es einen Fahrt dazu, habe ich schon gefunden. Aber das Ganze hat ja nur bedingte Sinnigkeit, oder? Kann ich mich so dahinstellen? Nein, dann treibst du mich nämlich nach unten und kriegst sogar noch einen Erstschlag. Na klasse. Dann kann ich nämlich laufen, dann bin ich plötzlich hier unten und dann war's das. Bringt nichts. Kostet nur ein paar TP und das ist blöde. Hier dasselbe, da wird er mich auch nach unten stoßen. Das heißt, man könnte jetzt dort den Weg nach unten nehmen und in dem Raum unten außenrum laufen, aber da ist ein blöder FOI, der uns den Weg versperren möchte. Aber hier kann ich auch lang laufen. Sicher jetzt erst. So, aber an dem kommen wir trotzdem nicht vorbei, wenn wir nicht kämpfen. Oder zumindest nur mit ziemlich großem Zeitaufwand kommen wir dann dran vorbei. Und das ist blöd. Und man könnte sehen, ich habe Sibito in der Truppe. Ganz einfach, weil Sibito Sibito ist. Und weil ich eventuell für diese Schicht ein Feuermagier mitnehmen wollte. Warum auch immer. Und das sind wohl Gründe genug. Des Weiteren gehört Sibito ja schon seit dem ersten Teil zu meiner Truppe prinzipiell betrachtet. Und deshalb wüsste ich nicht, warum ich ihn plötzlich ausschließen sollte. Deshalb ist er wieder im Trüppchen dabei. Und die Dinger, die haben einen sehr variablen Schaden. Manchmal machen die gar nichts, manchmal zerfetzen die meine Frontlinie in einem Zug. Das ist irgendwie seltsam. Und deshalb kämpfe ich momentan ungern gegen die. Die haben mir zumindest vorne in der Phase schon mal den einen oder anderen Tod gekostet. Na, bringt ja nichts. Hab ja keine wirklich großen Fähigkeiten, die ich noch aktivieren kann. Da seht ihr, plötzlich macht er 172 auf einen Schlag. Vollkommen aus dem Kontext gerissen. Ausgerechnet da, wo es jetzt am meisten wehtut, nämlich in der Frontlinie. Und er sagt, da, wo ich jemanden bräuchte, der Schaden anrichtet. Das ist nämlich ohne ziemlich blöd, muss ich sagen. Aber naja, muss ich ja den Kampf so zu Ende bringen, wiederbeleben wäre äußerst unsinnig. Und so Verteidiger, der blockt, kriegt so viel Schaden rein. Ja, das müsst ihr euch mal vor Augen halten. Das ergibt ja, finde ich, auch so überhaupt gar keinen Sinn. So, jetzt hat er auch Sibito keine TP mehr, das heißt, der Einzige, der noch irgendwie Schaden richten kann, ist derzeit Calliope und das heißt schon so einiges. Phoenix wäre ja wohl... Ach, kein Kommentar. Kyo kommt, glaube ich, nachher rein, oder? Ja. Denn das ist irgendwie doof bei den Feinden. Wie gesagt, das ist nicht schön, wenn man das so schlecht planen kann. Jetzt kommt nur 28 rein. Das macht mal Probleme, sowas. Aber was beklagt mich eigentlich? Gleich ist er ja mal hoffentlich weg. Auch wenn Jaffal wirklich die wichtigste Person in dem Kampf eigentlich ist. Unter Umständen. Ihr seht, es variiert von 30 bis 100. Bei Verteidigung, einem Ding, der mit Shelter gebufft ist. Das verstehe ich ja nicht so ganz. Naja, lähme ich mich ja noch ein paar Runden durch, treffe mit den wichtigsten derzeit schadensausteilenden Charakteren daneben. Wird schon passen, ne? Ah, Calliope, ich habe nicht ewig TP und Sibito kann nicht so stark reinhauen. Das weißt du doch selber am besten. Ah, danke. Auch wenn 30 Punkte jetzt nicht die Welt sind, das ist besser als gar nichts. Und wenn das Ding eigentlich weg ist, habe ich schon mal etwas Ruhe, sage ich mal. Und vor allem etwas weniger TP über. Na, trifft doch nicht nochmal daneben.
Ich meine, wieso trifft Subitone sonst immer, hä? Ich fange gleich an zu heulen. Definitiv. Na, danke. Wie viel HP willst du nochmal haben? Na, scheinbar vielleicht doch ein bisschen mehr als ich jetzt, als dass ich jetzt noch Risiko eingehen sollte. Aber naja. Na, die Runde sollte eigentlich gelaufen sein. Tür. Ja, immerhin macht er nicht so viel Schaden. So, danke, ey. Es ist ja nicht wahr. Ein weißer Chip, als wenn ich den, als wenn ich nicht längst einen gefunden hätte. Ah, auf jeden Fall kann ich jetzt mal wieder beleben und habe absolut 0 TP über. Ja, wie bei 15. Einmal Q, dann habe ich wirklich 0. Klasse. Damit öffnen wir nämlich den zweiten Pfad hier unten. Oder? Oder? Was tue ich da gerade? Ah, Mann, Mann, Mann. Ja, danke. Ich mag dich nämlich auch. Ach so, hier geht's noch lang. Damit kommen wir nämlich dann zur Tür, die wir hier schon hatten. Und können einmal außen rumlaufen, auch wenn ihm jetzt ein Besatzer bei der Sache fehlt. Das ist echt schlimm. Schlimm, sage ich. Und dann können wir es mich von hier der Seite hier anschleichen. Allerdings muss ich sagen, hier können wir hin. Und dann wird uns das Ding wieder verfolgen. Oder es sei denn, wir betreten einen Kampf, der uns gerade mal nichts bringt. Denn durch diesen Kampf haben wir uns gerade in eine Falle gezogen. Zumindest, wenn ich jetzt im ersten Zug wegkomme. Was nicht der Fall ist. Wenn ich jetzt im zweiten nicht schaffe, habe ich ein Problem. Was aber der Fall ist. Haben wir dieselbe Bedrohung wie am Anfang. Das heißt, wir können jetzt nochmal zurücklaufen. Zumindest hoffe ich, dass das so funktionieren könnte. Dann flocken wir es nämlich in den Raum hier unten rein und dort ist ein FUI hinter uns. Emma. Ah. Wisst ihr, was schlimm ist? Sowas ist schlimm. Und dass ich jetzt in den Kampf gekommen bin, warum nicht irgendwann anders? Einen Schritt später zum Beispiel. Habe ich nämlich dick Problem gerade. Man dreht ja etwa gerade um, der Typ. Ich hänge so von den Weglaufchancen ab hier. Jetzt stehe ich nicht in der Mähne drin und wie wir eventuell noch aus dem ersten Teil wissen, wenn wir uns jetzt hier hindrehen, kommen wir in den Kampf. Haben sogar einen Präventivschlag, warum auch immer. Kommen weg. Und jetzt können wir uns die Beine in die Hand nehmen und rennen dadurch. Das war auch eigentlich so mein Plan gewesen, wie das alles funktionieren soll. Aber es hat ja nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Jetzt können wir nämlich mal den Raum betreten und gucken, ob hier ein Hinweis ist. Ihr betretet das nordwestliche Gebiet und verschließt schnell die Tür hinter euch. Es sollte in den Monstern schwerer sein, euch zu folgen. Ihr geht weiter und erforscht das Gebiet. Ihr findet einen seltsamen Haufen von Blättern und so weiter. Könnte das das Nest sein? Aber ihr findet, was ihr dort findet, macht irgendwas. Euren Erwartungen widersprechend scheint es keine Anzeichen zu geben, dass es eine Störung gibt. Ihr könnt nicht mal mehr das Kind des Monsters finden. Und ja, ihr beschließt euch zurückzukehren. Ihr müsst aber vorsichtig sein. Wir dürfen uns nicht töten, aber das ist ja alles kein Problem. Wenn man sich denn einfach nur rausteleportieren kann. Gott, war das eine schwere Geburt, ey. Ich dachte, du bist aber gar nichts. Gut, Duke. Oder? Sollen wir wirklich... Ah, ihr seid zurück. Das Nest war intakt. Was könnte es halt gewesen sein? Das ist ein Dilemma, aber ich weiß, was wir tun sollen, aber... Bla, bla. Immerhin kriegen wir jetzt die Belohnung dafür und müssen die Sache noch irgendwo weiter erforschen. Aber was soll's? Ah,
Das waren jetzt die ganzen 10 Minuten, die ich hier verbraucht habe. Naja. Ah, da seid ihr wieder. Bla. Danke, Terika BX. Damit wäre das schon mal fertig. Ich kann mich wieder heilen. Ich sag's mal so, ich habe eine FUI weggeschafft. Das ist auch das einzige Gruppe, was ich geschafft habe. Dann pin und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Das war ja eine Schuss in den Ofen vom Feinsten. Und sorry, aber ich habe schon vorhin eine halbe Stunde rumgerätselt, wie ich es am besten anstelle. Und das kommt dann dabei raus. Bis zum nächsten Mal.